In Ostenwalde muss der Güterzug nur einen Schiebedachwagen aussetzen. Dabei kann das Rangieren vereinfacht werden. Der Spitzdachwagen vor dem Getreidespeicher ist bereits beladen und kann deshalb von der Rampe weggeschoben werden. So findet der Schiebedachwagen Platz an der Ladestraße, ohne dass noch mehrfach vorgezogen und zurückgedrückt werden müsste. Beim Halt im Bahnhof Landesgrenze geht der Lokführer so geschickt vor, dass der Personenwagen im Bahnsteig steht, aber gleichzeitig der Packwagen auch vor dem Stückgutschuppen, damit das Expressgut entladen werden kann. Nach dem Entladen des Expressgutes zieht der Lokführer den Zug so weit vor, dass der Stückgutwagen passgenau an der Stückgutrampe steht. Wenn auch das Stückgut entladen ist, zieht der Lokführer den Zug noch ein klein wenig mehr vor, damit die Einfahrtsweiche frei wird. Dann kann die Lokomotive umsetzen, um die weiteren Rangiermanöver vorzunehmen. Der Endbahnhof der Kleinbahn heißt seiner Lage wegen Landesgrenze. Er verfügt über ein Bahnsteiggleis, ein Umsetzgleis und ein Ladegleis. Am hinteren Ende des Ladegleises liegt etwas versteckt und getarnt ein Tanklager der Bundeswehr. Hier wird Dieselöl für den Ernstfall aufbewahrt. Damit dieser Treibstoff nicht überlagert, muss er regelmäßig ausgetauscht werden. Hierfür gibt es einen recht regen Verkehr mit Tankwagen. Der Stückgutschuppen hat kein eigenes Ladegleis. Die Stückgutwagen werden daher direkt vom Bahnsteiggleis aus entladen. Hierfür gibt es eine kleine Laderampe vor dem Stückgutschuppen. Von hier aus wird eine Bohle bis auf den Boden des Stückgutwagens verlegt und die Ware so über eine Behelfsbrücke transportiert. Die Bauart des Stückgutschuppens ist außergewöhnlich. Im Film sichtbar sind nur die hier schwarz eingezeichneten Streckenteile und Gleise. Die grau eingezeichneten Streckenteile und Gleise bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für das Anschlussgleis vor dem Bahnhof Landesgrenze.
Nach dem Umsetzen der Lok beginnt ein richtiges Rangierbüro. Die Lok stellt zunächst einmal sicher, dass der Stückgutwagen für die Rückfahrt hinter dem Personenwagen und dem Packwagen laufen wird. Nun kuppelt die Lok an diesem Zug die beiden Wagen im Ladegleis, die mit dem nächsten GMP in Richtung Amstetten aufbrechen sollen.